Im Jahr 1487 hat der Bartolomeo Dias als erster Entdecker in der Weltgeschichte einen berühmten Ort umschifft. Wer weiß, welchen? Okay, ich helfe euch auf die Sprünge. Ja, das hat ein paar, die aufheben, sehr gut. Das Kap der guten Hoffnung. Das ist der Ort, wo, wenn du ganz genau ins Meer raus schaust, die Linie siehst zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean. So. Spass beiseite. Nein, es ist einfach ein berühmter Ort und ich habe das Privileg, vor 3 Jahren den zu besuchen. Und selbstverständlich hat man da grosse Erwartungen, um so diesen Moment auf Instagram festzuhalten. Und in den Vorstellungen sieht der Moment dann folgendermaßen aus. Perfekt. Stahlblauer Himmel, du mit deiner Frau, traumhaft und eben hinten dran, gerade hinter unseren Köpfen, die Linie, die man eben sehen sollte. Aber wenn ihr es wisst, mit diesen Instagram-Momenten, es gibt immer auch eine Realität, die eben auch noch da ist. Und die sieht in diesem Fall so aus. Wir haben nämlich etwa 10 Minuten gewartet, bis wir hinter die Tafel stehen konnten und dann voller hoffnungsvollem Vertrauen das Handy der Person, die hinter uns angestanden ist, anvertraut und gehofft, dass sie ein bisschen Skills hat, damit wir zumindest im Bild sind und auch die Tafel unten dran. Erwartung und Realität. Das hast du sicher auch schon erlebt, dass das ein bisschen auseinanderklafft. Und ich möchte euch gerade am Anfang auf so ein paar Geschichten mitnehmen, wie es das ja auch kann, wenn es um den Sabbat geht. Wir befinden uns in der Serie über den Sabbat, Sabbat und Platzhalter. Und wir haben uns schon viel Gedanken gemacht, wie viel Wertvolles und Kostbares im Sabbat liegt. Und eigentlich wären wir ready jetzt für den perfekten Sabbat. Und da gibt es eben Erwartungen und Realität. Darum ein paar Geschichten. Erstens. Erwartung. Du bist kein Morgenmensch. Dein Traum am Sonntagmorgen ist es auszuschlafen bis um 9 Uhr. Und dann eine ruhige Zeit mit Gott, sodass du deinen inneren Morgenmuffel nicht gerade an einem Menschen zumuten musst. Realität. Wenn es 7 Uhr ist und noch ruhig, dann kannst du von Glück reden. Aber spätestens um 5 ab 7 Uhr geht es los. Mami, Mami, Papi, Papi. Du machst Platz im Gräbli und Kind Nummer 1 kreucht unter die Decke. An ein ruhiges Weiterdösen ist aber nicht zu denken. An einem praktischen Forschungsbeispiel lernst du die Definition von einem Fegnest kennen, wo du dich nach 15 Minuten ungeduldig erbarmst und aus dem Bett aufstehst, wird dir klar, die ruhige Zeit, die verschiebe ich auf später. Welcome to reality. Geschichte Nummer 2. Vorstellung, Erwartung, ein gemeinsamer Brunch mit deinem Partner, deiner Partnerin, das Mass aller Dinge für dich am Sonntagmorgen. Du geniesst die Zeit am Sonntagmorgen am liebsten zu zweit bei einem guten, ausgiebigen, gedeckten Tisch, was alles drauf hat, was es braucht. Realität. Du träumst gerade noch von diesem Brunch, wo du so einen Ellenbogen in deiner Seite spürst, von deinem Partner, deiner Partnerin, wo dich darauf anspricht und sagt, gell, heute Morgen gehst du zum Bäcker den Zopf holen und wirst du dann alles vorbereiten, dann könnt ich noch ein bisschen weiterschlafen. Oder dich so langsam umdrehst, sagst, schon wieder ich? Ich bin doch schon letzte Woche dran gewesen. Welcome to reality. Dritte Situation. Sonntag ist ja bekanntlich Kirchentag. Ein inspirierender Kirchenbesuch, das muss schon sein. Die ganze Woche hast du dich darauf gefreut, endlich deine Seele erquicken zu lassen, gestärkt zu werden. Und als Single-Person freust du dich auf Gemeinschaft ganz Besonderes. Realität. Schon um 9 Uhr musst du auf der Matte stehen, weil heute hilfst du im Café Theodor und bedienst die Leute vor und nach dem Gottesdienst. Und heute ist sau viel los. Trotzdem schaffst du es pünktlich auf Predigt im Gottesdienst, nur zu merken, dass dein nicht Lieblingsprediger heute auf der Bühne steht. Zu guter Letzt geht dein Einsatz so lang, dass der Zug für die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst abgefahren ist. Alle schon weg, dich anbiedern, und eine Gruppe noch per WhatsApp oder Telefon erreichen, ganz ehrlich, nein, danke, wieder mal verbringst du den Rest vom Sonntag allein. Welcome to reality. Mögt ihr noch? Ich habe noch
Viertens, deine Sportbegeisterung pflegst du am Sonntag am liebsten, so ein bisschen, halt auch als ein Kompromiss, aber doch noch besser als nichts, mit so Familienausflügen, so in den Voralpen, wandern, ein bisschen, weißt du, dass du dich ein bisschen spürst und ein bisschen in Schweiß kommt zumindest. Eine leichte Wanderung, wo alle noch so ein bisschen Freude haben, ist Favorit. Am liebsten auch mit einer befreundeten Familie, weil dann hast du zumindest das Gefühl von der Verbundenheit mit der Welt noch ein bisschen, bist nicht nur in deiner Familie abgesondert. Realität, wo du die Idee für den Sonntagsausflug mit deiner Frau teilst, informiert sie dich darüber, dass das nicht geht. Um 2 wirst du auf dem Höfli Acker erwartet. Dort pfeift nämlich der Schiedsrichter das Fußballspiel vom Kind 1 an. Dort darfst du dann oder sollst die erste Hälfte mitverfolgen, nur um dann den Transfer zu schaffen, rechtzeitig auf die 3 ins Konzerthaus, weil dort ist Kind Nummer 2 im Rahmen vom Jahreskonzert vom Jugendorchester mit der ersten Blockflöte dran. Und ja, um 4:30 sollst du Kind 1 dann wieder abholen, noch mit den Kollegen, Fahrgemeinschaft und die dann heimbringen. Welcome to reality. Zum Schluss noch eine. Erwartung, dein Traum, um den Sabbat ausklingen zu lassen, geht folgendermaßen: ein gemeinsames Abendessen, einen ruhigen Abend, ein bisschen lesen, Beine hochgelagert, vielleicht noch ein letztes Glas Wein, weil nachher die Woche dauert ja dann wieder Abstinenz. Um so den Abend ausklingen zu lassen, gell, Rotwein hilft ja auch beim guten Schlaf, sagt man so. Und dann früh ins Bett, um ready zu sein für die neue Woche. Realität. Deine Teenager-Kids sind pünktlich zum Znacht aufgestanden. Ja gut, sie sind ja auch erst morgen früh ins Bett. Teenie Nummer 1 kommt allerdings weniger wegen der Familiengemeinschaft an den Tisch. Vielmehr braucht der Teenie Boomer PowerPoint Skills für den Vortrag, den er morgen am Morgen um 8 Uhr die Schule halten sollte. Um 10:30 am Abend sind wir fertig. Und dann noch die Frage: Papi, darf ich es dir schon mal so vortragen? Einfach mal so zum ein bisschen ausprobieren. Welcome to reality. Man könnte das beliebig weiter dichten. Es hat mir Spass gemacht, wie ihr merkt, in den Vorbereitungen. Darum, welcome to reality. Wir haben uns eben intensiv mit dem Sabbat beschäftigt und wir haben viele gute Gedanken, wie wir den gestalten, fühlen, auch im Sinn von Gott ausrichten, sodass er geehrt wird, sodass es ein gesunder Rhythmus für unser Leben ist. Aber es gibt wirklich ein Problem da dabei. Wir wären ja jetzt eigentlich ready. Und ich denke so an die Symbole. Stoppen, ausruhen, Anbetung, Vergnügen. Und wir alle hätten genug Ideen, um unseren Traumsabbat jetzt zusammenzustiefeln. Aber es gibt ein Problem. Und das ist dies und mein Umfeld. Und darum heisst der Titel vom heutigen Sonntag Sabbat und mein Umfeld. Und das Umfeld, das scheint in diesem Moment, ehrlich gesagt, als ein grosses Hindernis. Das ist eine Seite davon. Weil ganz genau, da gibt es noch Menschen um mich herum, die auch wollen sabbaten oder die vielleicht nicht so wollen, wie ich sabbaten. Und ich möchte euch mitnehmen am Anfang von dieser Predigt, im ersten Teil, auf so das, wo man könnte sagen, in diesem Moment kann das Umfeld wie ein Stolperstein erscheinen. Es ist ein Stolperstein für deine und meine Sabbatruhe. Und das hat so ein paar Aspekte und ich habe so 3 Stolpersteine ausgewählt, wo wir uns darüber Gedanken machen wollen. Weil ich glaube, es bringt nichts, wenn wir da irgendwie etwas schönreden, sondern Sabbat und Menschen um dich, das ist ein Thema, das ist Realität. Und darum so, lass uns gerade eintauchen auf den ersten Stolperstein. Ich habe den übertitelt mit Ansprüchen der anderen an mich. Ich hätte jetzt zwar frei, aber die Menschen um mich, die wollen etwas anderes von mir. Und ehrlich gesagt ist das einfach Realität. Ich meine, eben, da haben wir ja Beziehungen, da haben wir Partnerschaften, da haben wir teilweise Kinder. Ja, und da haben wir tatsächlich sogar Chefs und Chefinnen, die manchmal die Dreistheit haben, an unserem Weekend unser WhatsApp durchzulassen. Oder zumindest irgendeine Kunst tun, dass sie etwas von uns wollen. Aber eigentlich wäre es Sabbat. Und ja, es ist echt schwierig. Wie gehen wir mit dem um? Was ist da ein guter Weg? Und ich glaube, es lässt sich nicht mit einem Quick-Fix lösen, aber ein paar Gedanken darüber machen, wo du sicher hoffentlich auch mitreist und dich selber versuchst, ein bisschen darin einzuschätzen, das könnte hilfreich sein. Ich glaube, das Erste, was hilft bei den Ansprüchen von anderen, ist eben Planung. Über das haben wir schon geredet im Teil 1.
Der Sabbat kommt teilweise ziemlich schnell überein und das Problem ist ein bisschen, wir arbeiten die ganze Woche und in dem Moment, wo er da ist, müsste alles ready und parat sein und meine Ansprüche müssten matchen mit allen von denen um mich herum und das ist nicht so einfach. Darum, ich glaube, ist es extrem wichtig, um die eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Pläne zu teilen, Klarheit zu schaffen im Voraus. Hey, ich habe das Bedürfnis, um irgendwo in dieser Woche mal zur Ruhe zu kommen. Wie steht es bei dir um das? Wie sieht es aus? Miteinander reden. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Hast du Raum, um das überhaupt zu gestalten mit deinem Umfeld? So, dass die Ansprüche von anderen kannst warnen, aber dass du auch kommunizieren kannst, wenn du Ruhe brauchst. Das ist so dein Gedanke. Recht einfach, musst du ihn einfach umsetzen. Und der zweite, den sage ich da gerne auf dieser Bühne, weil ich mich selber in dieser Gruppe finde. Das ist nämlich die Frage, gehörst du zu dieser Gruppe von Menschen? Gibt es etwa die Hälfte von denen? Die Hälfte der Menschen sind die nennt man auch die Überfunktionierer. Menschen können nämlich Ansprüche stellen. Manchmal meinen wir es aber auch nur, weil wir zu der Gruppe der Überfunktionierer gehören. Wir sehen dann immer noch, was es noch zu tun gibt. Und dann hast du so ein paar Gedanken in deinem Kopf, die dir jetzt bekannt vorkommen, wenn ich es lese. Wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Wenn ich es mache, weiss ich wenigstens, dass es richtig gemacht ist. Immer bleibt alles an mir hängen. Das sind so typische Sätze, die man sich selber sagt. Und natürlich ist die Linie extrem fließend zwischen der bewussten und guten Verantwortungsübernahme für dein Umfeld und dem Überfunktionieren, wo eben dann auch ungesund werden kann, für dich und für andere. Und da braucht es viel Selbstwahrnehmung. Und vielleicht als eine Ermutigung, auch die Bibel kennt die Rollen. Die Bibel ist ja fantastisch, weil sie uns eben nicht immer Perfektion zeigt, sondern auch die Schattenseiten von Menschen. Und so eine von diesen wunderbaren Geschichten, die das ausdrückt, ist sicher die von den zwei Schwestern, Martha und Maria, die eben genau in die Rollen hineingeschlüpft sind, wo Jesus zu Besuch kam. Er war oft bei ihnen Gast. Man könnte sagen, sie haben zu seiner Clique gehört. Und Martha, die ist dann richtig ins Überfunktionieren gekommen. Wenn Jesus und seine coolen Dudes kommen, unter denen können sie vielleicht noch einen haben, das sind ja noch Teenies, die eventuell dein zukünftig werden könnten. Wer weiß? Also zeigst du von der besten Seite und gibst Vollgas und schaffst und tust. Aber ihre Schwester Maria, die hat es einfach gechillt. Und bei Überfunktionieren ist auch üblich, dass sie lange einfach machen, aber irgendwann ist der Dampfkochtopf voll und dann schießt es aus dir raus. Und das ist bei ihr passiert. Und sie sagt, Jesus, und das ist auch typisch, oder nicht direkt, aber Jesus, könntest du ihr sagen das? Und er sagt ihr einfach, aber Martha, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Sachen. Besser ist das andere, sagt er dann und weist auf Maria hin. Darum die Frage, bist du Überfunktionierer? Wo hast du eine Tendenz zu dem? Wo darfst du das mal anschauen und in dem Sinne auch eine gesunde Distanz nehmen auf die Ansprüche von anderen? Stolperstein Nummer 2 ist nah an den Ansprüchen von anderen, aber anders betont. Es geht darum, dass wir in unserem Umfeld Menschen haben mit unterschiedlichen Bedürfnissen am Sabbat. Du liest gern, dein Partner möchte lieber Sport machen. Du bist gern allein, aber deine Wegekollegen lieben es mit Menschen im Haus. Und eben ja, dann gibt es da manchmal noch Kinder, dann kommen da Hobbys dazu, Freunde aus dem Quartier und du merkst, deine Kinder sind nie da, die wollen immer bei allen anderen sein und so weiter. Oder du hast das Haus dauernd voll mit denen. Ganz genau. Sabbat und Umfeld bedeutet eben auch, dass wir miteinander darüber reden müssen, was unsere Bedürfnisse sind und miteinander reden und auch aufeinander eingehen. Und ich glaube, da kommt etwas Wunderschönes von unserem Jahresthema, Liebe, die wächst rein. Ein Aspekt von dieser Liebe ist auch die Nächstenliebe. Und ich glaube, es ist durchaus Platz im Sabbat, dass wir uns Zeit nehmen, miteinander über unsere Bedürfnisse vom Sabbat zu reden. Und dann heisst es ganz einfach, Kompromiss zu finden. Wie finden wir einen gemeinsamen Nenner? Gibt es Deckungsflächen? Gibt es Räume, wo wir uns arbeiten können? Aber auch da wieder, Planung ist König. Dritter Stolperstein. Ein berühmtes Wort in der heutigen Zeit. Es hat eine Kurzform, die nennt sich FOMO. Oder auf Neudeutsch Fear of Missing Out oder auf Schweizerdeutsch die Angst, etwas zu verpassen. Unser Umfeld wirkt auf uns ein. Dauernd. Wir leben in einer extremen Verbundenheit über unsere digitalen Kanäle, aber auch über das Leben, wie es gestaltet ist. Alles ist verbunden. Das heisst, wir kommen alles mit über.
Es prasselt auf uns hin, was so läuft um uns. Und da gibt es extrem viele coole Sachen, die laufen. Manchmal auch weniger coole, aber wenn alle dort sind, müssen sie schon fast cool sein. Und was daraus herauskommt, entstehen, ist die Angst, etwas zu verpassen. Und ich bin jetzt gerade unsicher, aber vielleicht bin ich nicht der Einzige, der die manchmal auch kennt. Wenn du das Gefühl hast, du hast wirklich das langweiligste Leben auf dieser Erde und alle anderen. Bei denen rockt es einfach. Das Problem ist, dass ja da Angst drinsteckt. Und Angst ist ein extrem schlechter Ratgeber und treibt uns zu Sachen, die am Schluss uns nicht gut tun. Dass wir nämlich unsere eigenen Werte und Prioritäten über den Haufen rühren, wie zum Beispiel die Sabbatruhe. Und dabei lässt eigentlich der Überaktivismus, der da dahinter steckt, einmal leer. Das Buch Prediger ist dort so ein ganz ehrliches Buch, wo ich das hier rede. Und so unter einem Schlagwort, fast schon ein bisschen fatalistisch, pessimistisch, sagt der Prediger dann auch. Und es ist doch alles nur ein Haschen nach Wind. Es ist, als würdest du versuchen, etwas einzufangen, was du gar nicht kannst. Oder so ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht, in zwei Sätzen, im Kapitel 2. Was hat denn der Mensch von all seiner Mühe und Plage und von seinem Streben in dieser Welt? Sein Leben bringt ihm nur Leiden und seine Mühe Verdruss. Selbst nachts kommt er nicht zur Ruhe. Wie gehen wir vor? Gibt es da Ansätze? Was machen wir mit dieser Fear of Missing Out? Für mich etwas vom Wichtigsten zu merken ist, okay, ich bin nicht allein in dem. Und da glaube ich auch, fangen wir an, reden darüber. Hey, tauschen wir miteinander aus. Kennst du das auch? Und wenn du merkst, der andere hat es auch, dann kannst du vielleicht schon wissen, hey, vielleicht ist es wirklich auch ein bisschen trügerisch, das Ganze. Weil du hast dich in dem Moment ja nicht so gefühlt, als bei dir alles gut wäre, wenn der andere gemeint hat, der verpasst etwas. Ich glaube, Ehrlichkeit, über das Reden kann mega helfen. Auch der Austausch darüber, wie gehen wir mit dem um. Und dann natürlich, Sabbat ist genau ein Gegenmittel gegen das Gefühl. Es ist ein aktives Stoppen und Widerstand leisten gegen genau die Kräfte, die uns wollen, immer am Laufen behalten. Und da langt es vielleicht einfach, das Anfangen zu trainieren. So ein digitaler Detox zum Beispiel, für vielleicht einfach mal nur schon einen Abend in der Woche. Das könnte ja mal so ein Anfang sein. Sag, ich schalte mein Handy auf Flugmodus. Ich lasse es weg von mir. Ich kümmere mich nicht um, was in dieser Welt läuft. Ich fokussiere auf, was jetzt ist und gebe mich in die Asien. Und ihm so darüber nachdenken, ist mir noch etwas von Anfangsjahr in den Sinn gekommen. Nämlich die Jahreslosung, die über dem Jahr steht. Die heisst, du bist ein Gott, der mich sieht. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Das ist eine Aussage von der Hagar, die durchaus gerade richtig am Leben vorbeigelebt worden ist. Und zwar nicht selbst gewollt, nicht sich selber zurückgenommen, sondern zur Seite gestellt worden ist. Und irgendwie hat mich das ermutigt. Und den Zuspruch möchte ich geben da rein. Sagen, hey, gerade in diesem Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt rasen die Welt an dir vorbei. Und jetzt verpasst du alles. Und jetzt hast du deine nächste Chance für etwas verpasst. Kannst wissen, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Der weiss um deine Umstände, der weiss um deine Möglichkeiten, der weiss um deine Begrenzungen, der weiss um alles, was bei dir im Moment ist und der dich sieht. Und das ist unabhängig von dem, was du eben leistest, tust, machst. Gott ist bei dir und in ihm hast du alles. Und jetzt ist das recht negativ, gell? Wenn das Umfeld ja nur so ein elender Stolperstein ist. Und darum möchte ich jetzt den Fokus wechseln. Und was ich entdeckt habe, ist, wenn wir uns Gedanken über das Umfeld und den Sabbat machen, dann finden wir da drin auch ein paar ganz kostbare Perlen. Das Umfeld als eine Bereicherung für einen erfüllenden Sabbat. Weil das Lied, warum geht es nicht als Solochrist, warum geht es nicht allein, das ist zwar ein bisschen ausgelutschter Schlager aus der weiss nicht wann Jahr. Aber es hat halt doch viel Wahres, dass unser Glauben eben etwas ist, das in der Gemeinschaft wächst, das im Miteinander entsteht. Und darum lass uns zusammen noch so drei kostbare Perlen von der Sabbatgemeinschaft entdecken. Und das Erste ist etwas, wo ich unglaublich begeistert bin davon, uns immer wieder neu lieben und schätzen lernen und wo du und ich in dem Moment gerade drin sitzen. Das ist Kirche. Kirche ist so eine Perle von der Sabbatgemeinschaft. Oder vom Sabbat an sich und vom Sabbat und im Umfeld. Und ehrlich gesagt, ist das tief modelliert schon bei Jesus. Jesus hat geistliche Gemeinschaft am Sabbat gefeiert. Wir lesen ganz viele Stellen und wenn es steht, was Jesus am Sabbat gemacht hat, dann ist er in die Synagoge gegangen. Also er hat sich eingegeben in die Glaubensgemeinschaft, auch wenn er vorher vielleicht einen Morgenspaziergang gemacht hat mit seinen Jüngern, wie ich das letzte Mal da erwähnt habe. Der Sonntag ist darum ein genialer Tag zum Sabbat feiern, weil es so ein Nenner ist, den wir miteinander haben, dann uns auf Gott auszurichten. Und es ist eine brillante Struktur.
Und im Umfeld der Kirche zeigt sich auch unsere Hinwendung zu Gott in einem speziellen Ausmaß. Und ich bin tief davon überzeugt, dass deine und meine Präsenz in irgendeiner Art und Weise von der Gemeinschaft der Gläubigen ein extrem starker Ausdruck ist, von wie du Gott ehren kannst und wie du sein Reich auf dieser Welt modellieren kannst. Wieso? Ich glaube, dass wir darin Widerstand leisten gegen gesellschaftliche auch Prägungen und Auswirkungen von unserer Zeit. Wir sind eine Gesellschaft, die sich in Schichten einteilt, in sogenannte verschiedene Untergruppen, sozio-demografische Schichten, oder wie man dem immer auch sagen will. Und die Kirche widersteht dem und modelliert eine Gemeinschaft von der Unterschiedlichkeit, wo eben die Schönheit von dem Leib ausdrückt. Und die Texte im Neuen Testament gehen noch recht oft auf das ein. Zum Beispiel einer, wo ich drüber gestolpert bin, ist vom Jakobus, möglicherweise der Bruder von Jesus, möglicherweise der erste Leiter von der Kirche in Jerusalem, das weiss man nicht ganz genau. Und er redet dann von so Schichten, und das ist halt dort mega plakativ gesagt, heute tun wir nicht so gerne kategorisieren, er redet von Armen und von Reichen. Und er sagt dann zu den Armen, ihr seid im Fall vor Gott hoch angesehen. Und er sagt zu den Reichen, irdischer Besitz zählt im Fall nichts. Alle Geschäftigkeit, und Achtung, jetzt sind wir wieder beim Sabbat, bewahrt nicht vor Vergänglichkeit. Und es ist sehr plakativ dargestellt, aber ich glaube, dass wir das hier modellieren. Weil wir bewegen uns tendenziell in unseren Schichten, in unserem Leben. Und ehrlich gesagt, kommst du keinen Impuls, keinen Reiz, keine Irritation über, wenn du nicht irgendwo Wege hast, um dich dem auszusetzen. Und Kirche ist wunderschön für das. Weil da innen sitzen Arme und Reiche, sorry, dass ich es so sage. Und das kann sein seelische Arme, seelische Reiche, materiell Arme, materiell Reiche. Und da innen modellieren wir etwas von dem, dass wir sagen, wir sind Teil von dem. Und wenn ich als Reiche da hier sitze, und in der Schweiz sind wir ja fast alle auch irgendwie reich, dann sehe ich aber auch, dass da innen Menschen gibt, die vielleicht weniger haben. Aber weißt du was? Sie sind reich vor Gott, genau wie ich. Und es soll mich daran erinnern, dass das, was ich mir dieser Arbeit mir erleistet habe, unter der Woche 6 Tage, dass das nicht mein Verdienst ist, sondern ein Geschenk vom Himmel. Und umgekehrt setzt es einen Anreiz. Für die, die denken, das Leben hier, das hat mich wirklich hinten dran stehen lassen. Das hat mich abgehängt. Zum sagen, da innen bist du genau gleich wert wie der mit dem edelsten Hemmli und den Knöpfen da, der Ding da innen läuft. Bei uns ist das nicht so üblich, gell? Da innen hast du den gleichen Wert, da innen begegnen wir uns auf Augenhöhe. Kirche ist eine Perle von der Sabbatgemeinschaft. Und es geht natürlich noch viel weiter als das. Es geht darum, dass wir im gemeinsamen Ausrichten auf Gott Ermutigung erleben. Ein Beispiel aus dem Epheserbrief. Ermutigen einander durch Psalm, Lobgesang und Lieder. Danke, Band, dass ihr das macht, da vorne, das raussingt und dass ihr auch den Mut zusammennehmt, da vorne zu stehen. Man könnte ja sagen, wenn ihr euch da ins Rampenlicht stellt und dass ihr das da modelliert, uns das zusingt. Das ist eine Modellierung von dieser christlichen Gemeinschaft. Noch eine andere Geschichte, die mich darin inspiriert hat. Ein berühmter US-Prediger hat vor 2 Jahrhunderten gelebt, der Dwight Moody. Der hat ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der gesagt hat, Glauben finde ich grossartig, aber Kirche kannst du mir am Rand zuhängen. Und sie haben über das geschwätzt. Also das ist nicht so eine neue Erscheinung, das ist etwas, was immer schon beschäftigt hat. Wieso? Weil Kirche ist auch schwierig, absolut. Aber sie haben über das geschwätzt und sie sind an einer Schmine gesessen. Und er hat dann gar nicht verbal reagiert auf die Ansage, sondern hat einfach eine Kohle aus dem Feuer rausgenommen und hat sie so aufs Schminenbänkchen gelegt. Und die hat dort so ein bisschen weiter glühlt vor sich her. Aber nach 10 Minuten hat sie gegenüber gesagt, Mr. Moody, you have made your point. Sie haben ihre Sache auf den Punkt gebracht. Ich glaube, in dieser Gemeinschaft von Gläubigen ist es, wo unser Feuer auch erhalten bleiben kann, wo wir uns die Anreize setzen, wo die Wärme uns anstrahlen kann, wo wir es brauchen. Kirche, ich liebe sie, ist eine Perle von der Sabbatgemeinschaft. Und selbstverständlich basiert sie auf Dienst aneinander. Und im Dienst aneinander ehren wir Gott. Und in dem, dass wir uns dort drin hineingehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Perle Nummer 2. Der Sabbat eignet sich genial zum Installieren als ein Ritual in der Familie oder in der Lebensgemeinschaft, wo man sonst lebt. Eben, vielleicht ist das auch ein WG. Vielleicht ist das aber auch, vielleicht lebst du allein und hast aber einen Freundeskreis. Und ich glaube, es lohnt sich, um über das nachzudenken, wie könnten wir am Sabbat eine gesunde Lebensgemeinschaft gestalten und ein Ritual einführen, das zu einer kostbaren Familienzeit werden kann. Hey, und ich bin nicht verblendet. Ich habe in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie erlebt, wie umkämpft so Familienandachten sind und die Kinder sind ja meistens top motiviert, oder? Ist ja klar. Ist mir ganz bewusst, dass das nicht nur einfach ist. Gleichzeitig glaube ich, es ist mega lohnenswert und so Gedanken, die mich inspiriert haben, ist, hey, sich zu überlegen, einmal in der Woche. Und vielleicht nicht gerade am Sonntagabend, wenn noch My Church ist und du wieder dort den Stein weglässt, aber irgendwann sonst gibt es einen Moment, wo du könntest eine Tischgemeinschaft modellieren, zum Beispiel mit deiner Familie oder mit deinen Nächsten, wo man
wo es ums Feiern geht, wo es um das Geniessen geht, wo es darum geht, zum Beispiel etwas Schönes zu essen, etwas, was alle gerne haben. Und vielleicht noch wenig Aufwand braucht. Beispiel Raclette, ich liebe es, ich weiss die einen nicht so, aber ich kann auch im Sommer essen heutzutage. Einfach etwas, was alle gerne haben und was einfach ist, wo auch nicht einen halben Tag in der Küche stehen und dort drin eine Dankbarkeitsrunde machen. Hey, für was bin ich dankbar? Was ist die Woche gut gewesen? Und miteinander das feiern. Jeder hat das Wort am Tisch. Und dann vielleicht auch rausschauen und sagen, hey, was beschäftigt mich für nächste Woche? Und vielleicht das höchste aller Gefühle, liegt sogar ein Gebet drin miteinander. Wäre ja grossartig. Und ich glaube, da ist Kreativität offen sein, wie man das machen will. Und ich glaube, es liegt da auch viel Wert drin aus dieser Tradition der Juden, die gefeiert haben, um sich zu erinnern, wie gut Gott ist. Und das heisst immer auch, er kann wieder. Er kann nochmal etwas Gutes machen. Aber dann auch daraus eben den Vorgeschmack schon haben. Hoffnung, ja genau. Und an dem habe ich mich fest, das kann wieder gut kommen. Dritte Perle. Freude an Beziehungen. Das ist natürlich näher zusammen an dieser Familiengemeinschaft, aber es geht ja auch über das hinaus. Und ich glaube, freuen, sich vergnügen, delight auf Englisch, das ist so ein Codewort, das den Sabbat beinhalten soll. Freude haben. Und ich denke, der Sabbat ist ein guter Tag, um Freundschaften und Beziehungen zu gestalten. Er ist ein vorgesetzter Raum, wo man auch für das hat, wo man sich das auch pflegen kann. Und da ist meine Frage an dich. An was freust du dich mit anderen? Und was hilft euch vielleicht auch, gemeinsam zu geniessen? Und das muss man wohl auch so ein bisschen lebenssituationmässig anpassen. Wir merken jetzt bei uns, das ist eher spontane Sache in diesem Freiraum hinein. Also wir möchten das nicht schon voll verplant haben, sondern eher spontan etwas machen. Das kann sein, spontan mit einer anderen Family in die Body und einfach picknicken oder irgendwo im Wald ein Feuer machen mit anderen. Und so etwas, wo stressfrei ist, wo nicht dann ist, da muss man wieder performen, da muss man wieder sein, wieder etwas sein oder mehr sein als sein. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, das sind so Stichworte, die da drin gehen. Spontanität ist vielleicht so ein Schlüsselwort. Gemeinschaft über Perfektion. Wir Schweizer, wir lieben ja, oder? Dann musst du noch putzt haben vorher. Dann muss alles ready sein. Und wenn du miteinander abmachst, vielleicht einfach die Gemeinschaft mehr in den Fokus stellen. Weniger ist mehr. Was gibt es da für Rahmen? Ich habe ein paar mehr Stichworte, so ein bisschen unterschiedliche Lebenssituationen. Vielleicht ist es mit jemandem zusammen eine gute Flasche Wein geniessen. Vielleicht ist es zusammen tanzen. Vielleicht ist es miteinander Musik machen. Vielleicht ist es Kaffee treffen, vielleicht ist es eben in der Natur, Picknick im Park, vielleicht ist es ein Spiel miteinander spielen, die Spieler unter uns, oder Brettspiel oder sonst etwas, vielleicht ist es ins Museum gehen. Ich erinnere mich an einen Moment, an einem Sabbat, wo wir spontan haben können, weil unsere Kinder betreut waren, ins Kunstmuseum zu Winterthur. Hey, Winter hat so geniale Museen, das ist grossartig. Und da blühst du irgendwie auf. Vielleicht ist es zusammen sportliche Aktivität machen, da gibt es ganz viele Beispiele. Freude an Beziehungen. Hast du Raum für das? Sodass die Stolpersteine nicht alle einfach nur mühsam erscheinen, sondern auch können irgendwie sinnvoll ins Sabbat integriert werden. Ich möchte schließen mit einem Gedanken. Die ganze Serie, wir haben viermal jetzt über das geredet, die kann eine extreme Schlagseite haben. Und wie mit allen geistlichen Prinzipien ist das so. Auch mit dem Sabbat. Man kann das alles missbrauchen. Man kann es also kühlen anwenden. Man kann sich damit selber erschlagen und man kann sein Umfeld erschlagen. Und das ist dann, wenn plötzlich das Prinzip an die Stelle von Gott rückt. Wenn der Sabbat plötzlich Gott wird. Der Sabbat ist nie Gott. Der Sabbat ist nur ein Weg zu Gott. Ein Rahmen für Gott. Er ist eins von den 10 Geboten. Und wie all die Gebote sind sie Wegweiser zum Leben. Aber eben nur Wegweiser. Sie sind nicht das Leben. Nur Wegweiser. Und sie wollen sagen, hey, da liegt das Leben. Da ist der Vorgeschmack auf die Ewigkeit, in Herrlichkeit. Und in die andere Richtung, dort töten es. Dort ist das lebensbedrohlich, dort ist es verkümmernd. Und das ist die Einladung, die dahinter steckt. Aber bitte, mach keinen Gott daraus. Bitte, wende es nicht gesetzlich an, gesetzlicher als gesetzlich. Bitte, nimm es nicht als eine Kühle. Weil sonst schiesst du am Ziel vorbei. Und ich glaube, darum ist auch beim Sabbat, wie es bei so vielem anderen anfangen, viel wichtiger, als immer konsequent dann nur noch auf dem sein und aus dem heraus streiten und aus dem heraus miteinander in die Tat geraten und gesetzlich zu werden darüber und zu sagen, genau darum, weißt du. Es ist ein Wegweiser.
Sabbat ist ein Weg zu Gott, ein Weg zum Leben und nicht Gott selber. Und zum Schluss möchte ich so die letzte halbe Stunde Revue passieren lassen mit drei Fragen, wo du kannst für dich reflektieren. Welche Rolle spielt die christliche Gemeinschaft an deinem Sabbat? Kannst du dich an Beziehungen freuen? Oder wo ist das auch ein Stachel, wo du spürst den Schmerz im Herz? Fehlt der Gemeinschaft? Oder stresst dich einfach mehr die Menschen? Wäre eine Möglichkeit, das einmal gut zu bringen. Und dann so die Frage, gibt es ein hilfreiches Ritual, das in einer gewissen Regelmäßigkeit in einer gemeinsamen Sabbatzeit eingeführt werden könnte, das stärken und ein Wegweiser zum Leben sein kann und Halt geben, so als ein Ankerpunkt. Dann möchte ich euch einladen, die mögen, zum Aufstehen für das gemeinsame Sabbatgebet. Wir beten das miteinander. Herr, ich komme heute zu dir, um eine tiefe Ruhe zu finden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mitten in meinen Umständen und mitten in meinem Umfeld. Sei du heute meine Kraft, meine Freude und mein Ziel. Hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Danke für die Menschen um mich. Danke für die Kirche. Danke für diejenigen, die für mich da sind und für diejenigen, für die ich da sein darf. Gib mir ein weiches Herz, damit ich dein Reden und Führen wahrnehmen kann. Sprich zu mir, besonders auch durch meine Mitmenschen. Gib mir Mut, anderen so zu begegnen, wie du es tun würdest. Segne mein Reden und Tun. Erfrische mein Herz und meinen Körper und erneuere an diesem Sonntag meine Kräfte. Amen. Und wir bleiben in dieser Atmosphäre auch vom gemeinsamen Sein vor Gott. Vielleicht heute ganz bewusst das einmal wahrnehmen, dass wir da, dass da etwas unter uns entsteht, im Miteinander. Und für das haben wir auch ganz praktische Angebote für dich, dass wenn du sagst, du musst heute mit jemandem können beten, vor Gott kommen, etwas vor ihm bewegen, vielleicht einen Schritt auf ihn zu machen, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, sage ich will mit dir Gott in eine Verbindung treten. Und du brauchst darin Begleitung, dann darfst du die gerne in Anspruch nehmen. Wir haben ein Gebetsteam vor Ort, das mit dir zusammen betet. Du findest sie da zu meiner rechten Hand. Und auch im Livestream, wenn du da dabei bist, darfst du auf den Knopf drücken, lass für dich beten. Und dort sind Menschen, die gerne mit dir ein Gebet formulieren und für dich und mit dir beten.